Und damit ganz herzlich willkommen zu Pokémon Purpur. Ja, es ist kurz nach 12 Uhr Mitternachts am 18. November. Das Spiel wurde gerade über den E-Store freigegeben. Ich habe es mir schon vorhin runtergeladen und ja, die Software lässt sich jetzt aktivieren. Und da sind wir also in Pokémon Purpur. Wir dürfen uns als allererstes einen Spielcharakter aussuchen. Und wie ihr wisst, wir spielen Pokémon-Spiele immer als weiblicher Charakter. Wir nehmen, glaube ich, das hier. Das sieht ganz gut aus. Und auch der Name ist seit jeher gesetzt bei mir. Wir nennen uns... Ups, schreiben ist Glückssache. Wir nennen uns Alexis. So. Wunderbar. Gut. Mit denen dann schon mal loslegen. Wir können die Frisur noch ändern. Ach, das ist ja cool. Stimmt, es gab hier ja dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Oh Gott, nein. Konzerbob lang und gerade. Das ist nicht schlecht. Seitenscheitel, auch cool. Nein. Langer Bob, nach. Das hat was. Eine tolle... Ach so, nein. Nein, nein. Dreadlocks. Oh Gott, nein. Ich glaube, wir bleiben einfach mal für den Moment beim Zopf. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das irgendwann noch anpassen können und verändern können. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, die Farbe zu ändern. Ich glaube eigentlich dunkel. Braun ist völlig in Ordnung. Ja. Nee, eigentlich gefällt mir das so weit ganz gut. Ja. Und das Gesicht können wir noch anpassen. Okay. Verschiedene Augenformen und Varianten. Unglaublich viel Sachen, die wir anpassen können. Wow. Ich glaube, das hier ist eigentlich... wirklich in Ordnung. Die Farbe machen wir mal blau. Ja, das sieht gut aus. Wimpern. Gott, die Auswahlmöglichkeiten, Leute. Wow. Für ein Pokémon-Spiel ist das ziemlich ordentlich. Meine Güte. Sind ja selbst übertroffen. Ich glaube, wir lassen es beim Standard hier. Das ist völlig in Ordnung. Ne, wir lassen es bei dunkelbraun, das ist in Ordnung. Augenbrauen. Das sieht irgendwie seltsam aus. Das ist echt schwierig. Ein bisschen zu dick. Das ist eigentlich völlig okay. Das passt auch. Lippen. Das hier sieht sympathisch aus. Farbe. Brauchen wir noch eine Farbe? Rosa. Nein. Nein, 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 nein. Nein, wir brauchen keine Schönheitsflecken. Okay. Und Sommersprossen. Das haben wir nicht zur Auswahl. Okay. Nein, lassen wir auch weg. Gut. Cool. Na dann, ja. Okay. Sprache und Name können später nicht mehr geändert werden. Okay, das ist völlig in Ordnung. Sprache Deutsch, Name Alexis, passt. Und was ist das eigentlich für ein wunderbares Traubenwappen, was wir hier haben? Das sieht ja nett aus. Ja gut, ich würde sagen, los geht's. Ah, ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich riesig auf dieses Let's Play. Und das scheint unsere Einschreibung an der Traubenakademie zu sein. Keine Ahnung, warum wir uns für eine Traubenakademie einschreiben. Vielleicht wollen wir, weiß nicht, Winzer werden oder sowas? Who knows? Who knows? Registrierung abgeschlossen. Wenn Speichervorgang auf dem Spiel erscheint, wird dein Spielfortschritt automatisch gespeichert. Würde mich interessieren, ob man das ausschalten kann.
Ja, das ist also die Traubenakademie. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Ah, okay. Hübsch. Sehr hübsch. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Das haben wir vor. Oh, ist es mal nicht der Professor, der uns erklärt, was Pokémon sind? Ach doch, doch. Direktor Clavel, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Oh ja, auf die Landschaften freue ich mich schon sehr. Open World, hey, in einem Pokémon-Game. Open World. Ah, schöne Sache. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Okay, es ist nicht der Professor, es ist der Direktor, das ist auch okay. Hi, du süßes kleines Ding. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Naja? Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Da ist ein Pummeluff. Oh, unten ein. Die Weiterentwicklung von Vati. Meine Güte, am Voraus habe ich gesucht. Das meinte ich. Ah, schön. Hier in der Traumakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Das ist ein sehr dreckiges Tauros. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freude und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich erkennen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Auch ist das so eine Art Promotion-Video? Also legendäre Pokémon und unser Fortbewegungsmittel in diesem Spiel. In Pokémon Purpur. Ah, schön. Schöne Sache. Oh, da sind ein paar Vögel, die habe ich noch nicht gesehen. Okay. Eine ganze Herde Tauros. Eboni und Sunflora. Es gibt Flamingo-Pokémon. Oh, das muss ich haben. Ich habe mich so wenig wie möglich zu dem Spiel spoilern lassen. Vieles davon sehe ich zum ersten Mal. Die Stadt habe ich schon gesehen. Unser Flug-Pokémon hier, unsere Fortbewegungsmethode, die kenne ich schon. Aber ansonsten habe ich wirklich versucht, nichts vom Spiel an mich ranzulassen. War super, super schwierig. Und oh, das sind ja auch wieder coole Pokémon. Oh, ich bin richtig gehypt. Ihr hoffentlich auch. So, ist das unser Haus? Das sieht zumindest danach aus. Joa. Ah, okay. Speichervorgang. Okay. Hübsch ist es hier. Oh, wir können aufstehen. Dann machen wir das doch auch. Ja, also das Outfit müssen wir dann auch noch ändern. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich mag diese Hoppspross-Vase hier. Die ist ja cool. Wo kann ich eine kaufen? Ich brauche so eine. Die ist super. Meine Güte. Und das hier ist die Karte der Paldea-Region. Die Region basiert auf Spanien. Ihr seht auch oben rechts, da wäre dann wohl Frankreich. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann dann mal vielleicht weitergeht. Das wären ja theoretisch die Regionen von XY. Von daher, vielleicht irgendwann DLC. Who knows? Dein Haus liegt im Süden. Ach so. Das ist schön. Also ist sicher schön warm. Wenn nicht sogar heiß. So, also wir haben ein Raffelkissen hier mit einem Sonflora-Kissen daneben. Ja. Hier ist ein Rucksack. Hängt ein Hut und ein Beutel. Dafür ist aber noch nicht die rechte Zeit. Oh. Das ist aber schade.
Da ist ein komisches Bild. Da ist noch mehr Bilder mit einem Windrad. Okay. Eine Windmühle. Raff. Okay. Das erste Pokémon, das wir antreffen, ist ein Raffel. Wie interessant. Raff. Aber das Haus ist... wir sind rich. Guten Morgen, Alexis. Oh, du trägst schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Ich glaube, es ist gerade angekommen. Oh, das klingt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Okay, es klingelt an der Tür. Krieg Alola-Vibes. Wo ist denn die Tür? Ist die hier vorne, Raffel? Die Tür? Ein Gemüsegarten. Soll sie aber über die Haustür nach draußen gehen? Ach so. Ja gut. Wo ist denn die Haustür? Das sieht nicht nach Haustür aus. Ach, hier. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ah, der schon wieder. Oh, du müsstest dann also Alexis sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Traumakademie. Na, sowas ist der Direktor höchstpersönlich. Nun... Immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die Ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Oh, okay. Ach, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben. Nein, nein, nein. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Alexis, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Na dann? Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen? Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Okay, trinkt ihr erstmal eine Tasse Tee. Wir rennen jetzt hier schnurstracks diese Treppe hoch. Okay, wir können nicht rennen, wir laufen die Treppe hoch. Haus wird nicht gerannt. Ja, okay, gut. Entschuldigung. Holen wir unseren Beutel und den Rucksack, die jetzt hübsch glitzern. Beutel und Rucksack. Beutel und den Hut, wollte ich sagen. Müssen Beutel und den Hut mitnehmen. Ja. Wer sagt hier denn Nein? Warum gibt's hier eine Nein-Option? Okay, der Beutel ist schon mal cool. Der Hut? Ich glaube, der fliegt relativ schnell mal raus. Zumindest gehe ich davon aus, weswegen wir einen Kleider kaufen können. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Okay. Wählst du das Speichern aus, kannst du den Stand eines bisherigen Abenteuers sichern. Solche hilfreichen Tipps für dein Abenteuer kannst du jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Du findest sie in der Basis-Item-Tasche deines Beutels. Ja, schön. So. Wo sind denn die jetzt? Ach, hier. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin unserer Akademie aus. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ja, lauf, los! Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns nach draußen gehen. Oh, kriegen wir jetzt schon unser, ich sage jetzt mal Gefährt, unser Pokémon? Ah, huhu. Geht richtig gut los hier. Der Kompass ist übrigens ziemlich cool. Okay, scheinbar nicht. Windet ziemlich hier. Oh, ein paar Chilis. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Och, wir kriegen unser Starter-Pokémon. Das ging ja schnell. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Felori,
Das Flora-Katzen-Pokémon. Lori. Oh, das ist süß. Das ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Oh. Du bist auch cool. Und zu guter Letzt hätten wir Quarks, das Jungenten-Pokémon. Quack. Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Oh. Die sind alle knuffig. Nanu? Oh, sie scheint dich sehr interessant zu finden. Da bin ich wohl abgeschrieben. Ja, du kannst gehen. Geh weg. Ich wäre ja gern dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich im Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Okay, das scheint mir eine ziemlich reiche Gegend hier zu sein. Oder zumindest eine etwas besser betuchte. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Ja, ja. Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich dafür eins entscheiden? Ja, das habe ich schon längst. Wie wäre es, wenn du so einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? Ach, okay. Wir können sie ausprobieren? Das ist ja mal was Neues. So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Unsichtbare Items werden ausgetauscht. Du erhältst ein Smart Rotom. Smartphone. Smart Rotom wurde in der Basis-Seitentasche verstaut. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Das ist doch gut. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Das Ding hat eine Bedienungsanleitung? Dann kannst du es gleich wieder haben. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass ja gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Ja, du quatschst hier die ganze Zeit. Ich will schon lange loslaufen. Begib dich zum Nachbarhaus. Okay. Und wir können jetzt einfach uns ein bisschen umschauen, oder wie ist das? Wir haben eine Minikarte, das ist ja auch mal cool. Oh, nice. Y aufrufen für die... Wow. Smart Rotom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paldeas genutzt wird. Durch das Hinzufügen von Apps kannst du verschiedene Funktionen freischalten. Mit Hilfe der Karten-App kannst du mehr über die Paldea-Region erfahren. Ziehe den Cursor auf dein Icon und bewege dann den rechten Stick, um gleichzeitig die Karte und deine Blickrichtung anzupassen. Oh, okay. Durch das Neigen des linken Sticks lässt sich die Lupe bewegen. Drücke den A-Knopf, um einen Ort auszuwählen. Kannst du dieses Ziel... drückst du dann den A-Knopf, um einen Ort auszuwählen, kannst du diesen ans Ziel festlegen. Mit dem Flugtaxi kannst du umgehend an einige der Orte zurückkehren, an denen du bereits gewesen bist. Dies gilt für alle Orte, die mit einem Flügelsymbol markiert sind. Ah, okay. Cool. Uns werden hier Pokémon angezeigt? Wow. Alter Schwede, ist die Karte groß. Schaut euch das mal an. Ich bin ja auch gespannt, was diese vier Türme hier zu bedeuten haben. Oh, aufhören zu quatschen. Los. Okay, also schnell laufen ist irgendwie nicht, ja? Na gut, kommt mal mit, ihr drei. Wir gehen mal in diese Richtung hier. Wir wollen ja zu diesem Haus da unten. Oh, Quarks hat etwas entdeckt. Oh, ja, Quarks hat Wasser entdeckt. Also, für ein Pokémon-Spiel sieht das hier unglaublich cool aus. Schau dir mal das Glitzern an da draußen. Da oben fliegt was. Wow. Und es hat mehr als 2 Frames pro Sekunde. Ah. Cooler Baum. Und ein cooles Schild. Was steht denn hier? Kann man das lesen? Kucharico. Ja, das wird spannend mit diesen Ortschaftsnamen. Und oh, wir können offenbar jetzt rennen. Das Schild hat uns das Rennen beigebracht. Sehr schön. Ist es ein Pokémon? Begib dich gemeinsam mit dem Pokémon zum Haus am Ende des Weges. Das sieht mir sehr nach einer Lampe aus und nicht nach einem Pokémon. Aber es könnte ein Käfer-Pokémon sein. Ja, wer weiß. Ich meine, ich sehe da Fühler.
Na gut. Also. Schauen wir mal. Kann ich mich hier noch ein bisschen umsehen? Ja, hier hinten liegt ein Item. Das sollten wir gleich mitnehmen. Pokéball. Damit fängst du wilde Pokémon. Du wirst ihn wie einen normalen Ball. Okay. Unsere Ziele werden offenbar auch auf der Karte direkt markiert. Nice. Auch die Musik ist bisher sehr angenehm. So, können wir jetzt hier einfach reinlaufen? Das ist ein bisschen unanständig, nicht? Hübsches Haus. Wo sind jetzt die Pokémon hin? Ach so. Quarks geht erstmal baden. Oh. Philori ist bei den Blumen. Och. Sehr süß. Und Krokel grillt sich einen Apfel. Oh nee, das ist eine Orange, oder? Es ist ein bisschen gut durch. Ah, es sind alle süß. Bist du die Trainerin dieser Pokémon? Ich glaube schon. Ja, nicht ganz. Noch hat sich Alexis nicht für eins der drei entschieden. Auf welches Pokémon ihre Wahl wohl fallen wird? Ah, ihr macht es mir nicht einfacher, Leute. Aber ich habe mich eigentlich schon entschieden. Wisst ihr? Es ist schon seit ein paar Monaten klar, welches Pokémon das ich nehme. Hallihallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Ach ja? Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Alexis vorstellen? Hab ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nimila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also, du wohnst hier alleine, oder? Also, Nachbarin, lass uns doch Freundinnen sein. Ja, klingt gut. Sieht sympathisch aus. Mir gefällt die Frisur. Ja, das war die einzige richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Ja, das glaube ich auch. Nimila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Moment mal, sie ist Champion? Okay. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf hier und jetzt. Nun, sei mit deiner neuen Klassenkameradin nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also lass es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut. Dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Ah, okay. Nun denn, Alexis. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Ja, zum 100. Mal. Gebt mir die Katze! Philori. Hier hätten wir das Pflanzen-Pokémon Philori. Wie eine kräftig wuchernde Pflanze kann es große Mengen an Wasser problemlos aufsaugen. Du wählst also das Pflanzen-Pokémon Philori. Ist das richtig? Ja. Philo. Ja, wir haben ein Philori. Und ich möchte ihm tatsächlich einen Spitznamen geben. Ich werde ihn nach meiner Katze, oder es nach meiner Katze benennen, denn es sieht, er ist leider männlich, das ist ein bisschen schade. Aber es sieht so extrem ähnlich wie meine Katze aus. Es heißt jetzt einfach Lulu. Ich glaube, männlich oder nicht. So. Wir haben unser erstes Pokémon und es mag uns. Okay, ich hätte doch besser Lucy nennen sollen. Unsere Katze macht das Gleiche. Die liebt es, auf den Schultern zu sitzen. Aber vom Design her ist es eher die Kleine. So. Philori scheint dich auch zu mögen, Alexis. Das ist schön. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Schön. Du hast ja also Philori ausgesucht, was? Mhm. Also wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr geht bestimmt ein klasse Team ab. Ja, das glaube ich auch. Direktor Clevel, darf ich mir auch eins aussuchen?
Du bist doch Champ, warum musst du dir eins aussuchen? Hm? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Ja, aber jetzt, wo Alexis bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihr ein neues Pokémon trainieren. Okay. Hoho, das klingt nach einer wundervollen Idee. Da möchte ich sehen, wie du mit Alexis einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Wenn Alexis Fillori hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Quarks. Das ist auch cool. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Aber die Katze gewinnt einfach. Tut mir leid. Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich. Also komm vorbei, wenn du bereit bist. Oh ja, ich bin sowas von bereit. Nemila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugezahnt. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Ja, in dem Fall. Kämpfe gegen Nemilia. Was passiert, wenn ich hier auf Details drücke? Ach, dann wird mir angezeigt, wo ich hin soll. Okay. Kämpfe gegen Nemia. Trage deinen ersten Pokémon-Kampf gegen Nemia am Strand aus. Wird sie Nemila oder Nemia ausgesprochen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nenne sie jetzt mal Nemia. Wobei das, glaube ich, mit einem Doppel-L sein müsste, wenn es denn so heißt. Oh, Privatstrand. Huhu, wir sind wirklich reich hier. Hübsch. Hey, ich bin hier drüben. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du eine Pokémon-Trainerin? Und als Trainerin müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Alexis, bist du bereit für einen Kampf? Ich glaube schon. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist Nemia. Denk daran, für Alexis ist das alles noch neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Hups, hätte ich beinahe einfach mein übliches Team angesetzt. Ja, also dann nutze ich eben das als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Ja, bitte. Ich will nicht gerade irgendwie Brutalander vorgesetzt bekommen. Wäre ein bisschen früh. Los geht's, Alexis. Der Kampf ist das Ziel. Ah, okay. Nemia fordert dich heraus. Quox. Los, Lulu. Okay. Dein erster Pokémon-Kampf. Hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. Ja, wir haben Kampf, Pokémon, Beutel und Flucht, wie üblich. Wir können auch die Pokémon-Info uns anschauen. Mhm. Nice. Wir haben die Fähigkeit Notdünger, by the way. Kämpfen mal. Blattwerk ist unsere erste Pflanzenattacke. Sehr schön. Sehr effektiv. Du hast dich wohl vorbereitet. Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Wasser-Pokémon im Vorteil. Naja, du hast das Ding ausgesucht, nicht ich. Von daher. Nice. Quox wurde besiegt. Und das reicht, wie üblich, fürs erste Level-Up. Wow, du bist echt gut. 300 Poké-Dollar. Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Du bist ganz sicher eine erstklassige Trainerin. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will noch andere Strategien ausprobieren. Einfach mal sachte hier, ne? Ich glaube, Alexis und Fillori sollten sich erstmal ausruhen. Oh, das tut mir leid, das ist Aufregung wohl mal mit mir durchgegangen. Ich mag sie irgendwie. Ist cool. Bitte entschuldigt, Alexis und Fillori. Ach, ist doch kein Problem. Danke, Alexis. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nemia, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deiner Mitschülerin hier teilen wirst. Jawohl. Da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt eine App, die du noch unbedingt brauchen wirst. Hast du ein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. Ja, sag mir, schick mir einen Link, AirDrop oder was auch nicht. Ah, okay, Rotom macht es selbstständig.
Du kannst jetzt auf deinem Smart-Router um den Pokédex aufrufen. Ach so, das ist schön. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer an unserer Akademie, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben, das ist doch voll umständlich. Ja, wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber Pokémon zu begegnen verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Nun denn, ich habe noch was mit Nemias Familie zu besprechen. Nemia, würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du Alexis zur Akademie begleiten könntest? Ja, aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan, wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Kroh. Okay, also bisher super, super cool. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Naja. Aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind, du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. Ach nein, kein Fang-Tutorial. Ja, wobei, vielleicht ist es hier ein bisschen anders. Wer weiß. Nutzung der Pokédex-App. Okay. Drückst du den Minusknopf, öffnet sich die Pokédex-App auf deinem Smart-Router. Wenn du gerade die Karten-App geöffnet hast, kannst du durch Drücken des X-Knopfs zur Pokédex-App wechseln. Also, Karte, X. Achso, Pokédex. Kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in den Pokédex anzusammeln. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. Für Details drücke den X-Knopf in der Regalansicht. Drückst du den Plus-Knopf, während du dir einen Eintrag eines Pokémons ansiehst, kannst du dessen registrierte Habitate einsehen und herausfinden, wann und wo es anzutreffen ist. Begib dich in viele Orte, um viele Pokémon zu sehen. Okay, hier ist schon mal der Eintrag zu Felori, das Flora-Katzen-Pokémon. Habitat dürfte nirgendwo sein, ja, genau. Und Details? Es verzaubert alle in seiner Umgebung mit dem süßen Duft, der von ihm ausgeht. Dieser wird durch Sonnenschein noch intensiver. Es ist definitiv knuffig. Okay. Ja, nice. Okay. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ach komm, das Tutorial machen wir noch kurz und dann beenden wir dann den ersten Part hier. Jetzt sind wir auf über 30 Minuten. Es macht so viel Spaß schon. Wo ist sie denn hin? Ach, da draußen. Und das in dem Baum war definitiv ein Pokémon. Jetzt sehe ich es nämlich auf der Karte auch. Oh, Alexis. Du machst hier also zusammen mit Nemia auf den Weg zur Akademie, ja? Ja, das hatten wir vor. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um Sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, Schatz. Oh, Gesichtsausdruck ist gut gemacht. Ich habe eben in einer Broschüre der Akademie gelesen, was für eine großartige Person dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nemia steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Ja, okay. Hier ist etwas Geld und Verpflegung für mein großes Mädchen. Ein Sandwich. Okay. Das Sandwich ist ein Basis-Item? Okay. Gericht besteht aus verschiedenen Belägen, wie Fleisch oder Gemüse die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Ach, danke für die Erklärung. Ideale Imbiss für ein Picknick. Ach, und hier, nimmst du am besten auch noch mit. 5 Tränke. Ja, das scheint mir praktischer zu sein. Für den Fall, dass sich ein kleiner Begleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen.
Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Deine Mutter ist ja total lieb. Okay. Ja, aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach ja, richtig. Ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Jetzt rennt sie schon wieder weg. Also fangen wir uns das Käfer-Pokémon da im Baum, was wir schon gesehen haben. Wie gesagt, ich habe mich so gut wie nicht spoilern lassen. Ich kenne kaum eins der Pokémon. Ich glaube auch nicht, dass wir das schon gesehen haben. Oh, es ist jetzt auch weg. Kucharico-Pfad. Nett hier. Schau, Alexis, hier fängt der Kucharico-Pfad an. Schöne Gegend. Ah, hier sind die ersten Pokémon. Auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Was fangen wir uns denn als erstes? Anders als in Städten, wir gehen immer auf Wegen und im hohen Gras, nämlich wilden Pokémon. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Filori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du das hier, einen Pokéball. Ja, wir haben schon einen gefunden. Ich biete Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Was heißt ein paar? 5. Okay, das ist gut. Pokéball wurden in der Pokéballtasche verstaut. Oh. Ferk. Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Ja, einfach drauf loslaufen, oder? Achso, nee, es geht direkt los. Okay. Pokémon fangen. Wenn du im Kampf gegen wildes Pokémon den X-Knopf drückst, kannst du einen Pokéball werfen, um einen Fangversuch zu starten. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch Angriffe schwächst, bevor du einen Pokéball wirfst. Das ist ein sehr angenehm kurzes Tutorial, muss ich doch sagen. Ich glaube nicht, dass wir einen Fakuli schwächen müssen. Von daher, Pokéball. Ja, wunderbar. Fakuli wurde gefangen. Lulu kriegt ein paar EP. Fakuli. Eintrag im Pokédex angelegt. Es nimmt nur erlesene Kost zu sich. Sein Körper sondert einen kräuterartigen Geruch ab, den Käfer-Pokémon abstoßend finden. Ach was. Möchtest du Fakuli einen Spitznamen geben? Nein. Fakuli wurde in das Team aufgenommen. Oh, kleinen Moment mal kurz. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. War jetzt unglaublich schwierig. Und ja. Kätzchen in Weiß ist jetzt auch hier. Eine Katze wollte gerade rein. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt, also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Ach, schön. Noch 10 Pelle. Hahaha, sweet. Pokébälle wurden in den Pokéballtaschen verstaut. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merk dir das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Die Pokémon, denen zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen beginnen ist, sind wilde Pokémon. Wenn du mit dem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Oh, okay. Pokédex wurde aktualisiert. Mach dich auf den Weg zum Leuchtturm. Okay. Ja, das machen wir, aber das machen wir im nächsten Part. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und es geht gleich weiter mit dem zweiten Part. Der kommt in guten 2 Stunden für euch raus.
Und nicht verpassen heute Abend den Livestream. Wir werden ein paar Sachen miteinander anschauen hier in der Overworld, hoffe ich. Das heißt, ich muss noch ein bisschen weiterspielen, damit wir das dann auch machen können. Und für euch ist jetzt hier erstmal Schluss. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.